Moin, mein Name ist Nico der Profi und heute habe ich wieder einen weiteren Arc-Guide für euch am Start. Und zwar zeige ich euch heute, wie ihr Zähmgehege bauen könnt. Die Zähmgehege werden euch auf jeden Fall dabei helfen, so ziemlich alles, was es in Arc gibt, zu zähmen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an. Für das erste Zähmgehege brauchen wir ein paar Steinfundamente, ein paar Steintürrahmen und Holzrampen. Und wenn ihr mit S Plus spielt, könnt ihr einfach auch die Steinschrägdächer nehmen. Das ganze Gehege würdet ihr jetzt in der Nähe eines Dinos aufbauen, den ihr gerne zähmen wollt. Und zwar baut ihr erstmal so ein 3x3 aus den Steinfundamenten. Wenn das 3x3 steht, dann baut ihr einfach eure Türrahmen ringsrum. So sieht das dann einmal aus. Und je nachdem, wie groß euer Tier dann ist, das ihr zähmen wollt, also wenn es theoretisch über eine Wandhöhe rüberkommen würde, dann baut ihr einfach noch eine zweite Reihe oben drauf. Als nächstes bauen wir dann die Holzrampen auf die Seite, auf die ihr sie gerne hättet. Einfach drei Stück nebeneinander und dann so weit runter, dass sie auf jeden Fall zum Boden kommen, sodass der Dino, der hier reingelockt wird, darüber laufen kann und dann hier gefangen ist. So sieht das Gehege dann einmal von der Seite aus. Und daran könnt ihr auf jeden Fall sehr, sehr viele Tiere zähmen. Dann könntet ihr theoretisch einen Raptor zähmen, ihr könnt darin einen THC zähmen, alles was eben reinpasst. Und ihr könntet sogar auch einen Rex darin zähmen, da müsst ihr natürlich aufpassen, dass ihr es ein bisschen größer baut. Also macht ihr einfach ein 4x4 daraus, eventuell die Wand noch ein höher und dann könnt ihr auf jeden Fall dann einen Rex reinloggen. Wir haben da auf jeden Fall auch schon Alu drin gezähmt, also es eignet sich sehr, sehr gut, um eben zu 100% ein Tier zu zähmen, weil ihr könnt es einfach da reinlocken und dann könnt ihr es betäuben und dann habt ihr das Ding eben auf der sicheren Seite. Das Reinlocken funktioniert eben ganz einfach. Also ihr versucht einfach dann hier hochzukommen und den Dino dann eben so reinzuziehen, sodass er reinkommt. Und dann könnt ihr ihn betäuben. Der Vorteil eben hier bei dem Gehege ist, dass ihr wirklich von allen Seiten auf den Dino, den ihr jetzt hier gefangen habt, beziehungsweise das Krokodil schießen könnt und es einfach betäuben könnt. Und ihr könnt auch von überall reingehen und könnt dann eben auf das Inventar zugreifen und eben Dinge reinlegen, die der Dino braucht zum Zähmen. Kommen wir einmal zu der zweiten Möglichkeit, ein Zähmgehege zu bauen. Und zwar braucht ihr dafür Steinfundamente, ihr braucht ein paar Steinpfeiler, ihr braucht ein paar Steindächer, zwei Steintore und zweimal das verstärkte Dino-Tor. Ihr sucht euch dann wieder einen Ort, an dem ihr das Gehege aufstellen wollt, also da, wo ihr am besten einen Flugdino zähmen wollt, und setzt erstmal hier ein Fundament hin und guckt dann, von wo der Pillar sich den Rand snappen lässt. Der muss nämlich hier auf die Seite kommen, also genau hier hin, und macht jetzt so eine 2x5-Geschichte daraus. Ihr könnt auch 2x4 Fundamente nehmen, ich mache 2x5, weil es einfach damit ein bisschen einfacher ist, später dann einen Dino zu zähmen, und an die Seiten haut jetzt einfach die Pillar. Und jeweils einmal vorne und einmal hinten kommt dann eben ein Steintor hin, mit dem entsprechenden Tor auch tatsächlich drin. Und dann können wir uns ein bisschen an dem Tor orientieren, wie hoch wir die Pillar jetzt ziehen wollen. Zwei hoch würden jetzt theoretisch schon reichen, weil darauf bauen wir dann gleich noch ein Dach. Und wenn ihr dann eure Pillar gesetzt habt, könnt ihr einfach hier das Dach oben drauf setzen. So würde das Ganze dann aussehen. Ihr könnt es natürlich auch ein bisschen höher bauen, wenn ihr das wollt. Und das Gute ist, mit einem Agi kommt man jetzt hier nicht durch und mit einem Griffin würde man hier auch nicht durchkommen. Wir können mal fliegen, aber da kommt man auf jeden Fall nicht durch. Aber mit einem Petri kann man hier wunderbar durchfliegen. Das heißt, ihr könnt euch einen Agi ziehen und den hier reinlocken und dann eben mit dem Petri seitlich rausfliegen. Ich demonstriere euch das mal kurz, wir ziehen uns jetzt hier einen Agi hinterher und wir müssen allerdings ein bisschen tief fliegen, weil wir das Ganze ein bisschen tief gebaut haben. Das können wir also nächstes Mal ein bisschen größer machen einfach, damit es später einfacher den Agi hier reinzuziehen. Das ist damit drin, wir fliegen einmal links raus oder rechts raus, mit dem wo er uns rauslässt. Lässt er uns aber raus, er lässt uns raus. Wir können dann einmal abspringen und zack, Tür zu machen, der Agi ist gefangen. Guckt uns blöd an und dann können wir auch wieder hier einfach raufschießen und den betäuben und er kommt hier nicht raus. Ich habe das jetzt ein bisschen tiefer gebaut, ich würde einfach 3 in die Höhe gehen und dann habt ihr später auf jeden Fall deutlich einfacher den Agi reinzukriegen. Wenn ihr hier ganz tief am Boden fliegt, dann bekommt ihr ihn auf jeden Fall auch rein, habt ihr ja gerade gesehen. Wie gesagt, einfach auf 3 hoch, dann passt das auch. Und wenn ihr jetzt denkt, das ist ja ganz schön viel Material für so ein Zähmgehege, das baut ihr einmal auf, wo Agis spawnen, dann könnt ihr stehen lassen und könnt da immer wieder Agis zähmen, wenn ihr welche braucht. Alternativ könntet ihr das Ganze auch mit Steintorbögen machen und dann eben ans Ende jeweils ein Tor auch einsetzen. Allerdings muss man dann eben hier genau gucken, dass man hier mit einem Petri auch an allen Stellen irgendwie durchkommt, sodass man dann eben auch rausfliegen kann. Hiermit werdet ihr dann wahrscheinlich ein bisschen mobiler, weil ihr es dann immer wieder aufnehmen könnt, wenn ihr mit S Plus spielen könnt und nicht auf der Konsole seid. Ansonsten würde ich euch tatsächlich dieses hier empfehlen, weil ihr da definitiv mit rauskommt. Und wie gesagt, damit könnt ihr auch Griffins zähmen und eben Flugdino und dann könnt ihr schön mit einem Petri euch die Sachen reinziehen. Kommen wir einmal zur dritten Möglichkeit, Dinos zu zähmen mit einem Gehege. Und zwar braucht ihr dafür die Behemoth-Torbögen und die Behemoth-Tore. Und auch hier suchen wir uns einfach wieder einen Spot, wo wir dann was zähmen wollen. Am besten suchen wir uns dafür eine etwas ebene Stelle, klatschen mal ein Tor hier hin und bauen quasi so eine Art Viereck und achten mal ein bisschen darauf, dass wir hier zwischen den Toren noch selber hin und her laufen können. Und wenn ihr dann so eine Art Viereck hier gebaut habt, dann setzt ihr einfach die Tore ein. Ich habe jetzt darauf geachtet, dass wir überall noch ein bisschen Platz haben, sodass wir hier noch durchlaufen können. An allen Seiten eben, das kann ruhig auch ein bisschen größer sein. Solange da eben kein großer Dino wie ein Rex oder ein Spino durchpasst, ist eigentlich alles gut.
Und hier könntet ihr euch dann einfach auch wieder die Dinos reinziehen. Das heißt, wenn ihr einen Rex ziehen wollt und der soll auch sicher liegen und so und ihr wollt das andere Gehege nicht aufbauen, was ich euch am Anfang gezeigt habe, was ihr dafür auch benutzen könntet, dann nehmt ihr einfach das hier und versucht ihn hier reinzubekommen und könnt dann einfach oben rausfliegen und eben die Tür zumachen. Beziehungsweise ihr könntet das einfach auch von innen machen. Also das heißt, wenn ihr ihn reingelockt habt, könnt ihr einfach auf den Boden fliegen, kurz abspringen, die schnell zumachen oder eben selber mit dem Vogel daran fliegen und sie zumachen. Und dann kommt ihr einfach oben raus und könnt auch hier wieder von allen Seiten betäuben. Also so würde das Ganze im Idealfall dann aussehen. Also ihr zieht ihn einfach rein, könnt hier schon mal zumachen. Er ist drin und wird hier auf jeden Fall auch nicht mehr rauskommen. Und dann habt ihr eben die Möglichkeit, hier von den Seiten reinzuschießen und er kann euch eben nichts anhaben, weil die Lücken zu klein sind dafür, dass er auch durchkommen könnte. Und er liegt dann auf jeden Fall auch sicher vor anderen Tieren geschützt. Kommen wir dann einmal zur Möglichkeit Nummer 4. Und zwar brauchen wir dafür Steinfundamente und wieder Steintürrahmen. Und das ist quasi so ein Zehngehege für die eigene Base. Das heißt, wir können uns in der Base einfach einen Ort suchen, wo wir so ein vielleicht 2x2 Fundament hinsetzen. Also so um den Dreh. Dann hauen wir einmal die Wände ringsherum, so dass das Ganze einmal abgeschlossen ist und ihr wieder von allen Seiten raufschießen könnt. Diesmal benutzen wir keine Rampen, denn das ist ja ein Zähmgehege für zu Hause und da können wir mit Folgendes machen. Könntet Tiere, die hier so rumlaufen und die wir schnappen können, schnappen und dann einfach da reinwerfen in unsere Base. Das heißt, wir müssen dann nicht mehr in der Natur irgendwie rumwarten und gucken, ob er dann jetzt gezähmt ist oder nicht, sondern können das einfach von zu Hause aus machen, haben das Ganze direkt in der Base. Und können auch hier einfach wieder rausschießen und warten, bis der junge Herr umkippt. Oder die junge Dame. Der junge Herr tatsächlich. Und das ist so das Ding für zu Hause. Das ist ziemlich praktisch, halt mit Sachen, die eben auch länger dauern zu zähmen. Wenn man zum Beispiel einen Biber haben möchte oder sowas und gerade sowieso viel in der Base machen möchte, dann kann man das Ganze so machen. Ich würde sagen, das war's soweit mit dem Video. Jetzt seid ihr auf jeden Fall gerüstet und habt so einige Techniken drauf, mit denen ihr noch Dinos zähmen könnt. Wenn dir das Video gefallen hat, dann kannst du gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn du mehr Videos sehen willst, also Tutorials, Guides und Let's Plays zu Ark, dann kannst du auch gerne ein Abo dalassen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal und ciao.